Mondlichtwald. Ein Dörfchen im Wald mit einer Bevölkerung, die Fremde mit offenen Armen empfängt. Dämonen und die Legionen der Hölle könnten einmarschieren und ihnen würde vermutlich eine preiswerte Unterkunft samt fröhlicher Feier in einem warmen, gemütlichen Gasthof angeboten. Hört sich das nicht widerlich an? Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ich meine, ich glaube, wir sollten denen mal ein wenig Xenophobie beibringen. Den Freunden hier. Interessanterweise ist diese neue Mission hier gar nicht auf der Karte. Naja, okay. Gut. Ich würde sagen, dann steigen wir hier gleich mal ein in den Mondlichtwald. So, oh, wir haben ja die erste Schneemission. Schon mal sehr interessant. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja. Mein Gott, und genörgelt wird auch gleich schon. Schlimm. Einfach schlimm. So, bauen wir mal, ups, das hier nicht. Das bauen wir mal hier. Das graben wir hier schon mal aus. So, ja, ich würde sagen, auch wir können eigentlich ganz gut von mir aus hier schon mal die Unterkunft hinbauen. So, gucken wir mal eben. Fragezeichen, okay. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Hier oben sind Juwelen. Das sieht nach einer Fallen, verhangenem Labyrinth-Gang-System-Dingenskirchen aus. Okay. Hier hört man Leute rumrennen. Das heißt, dass hier wahrscheinlich alles voller Helden ist. Hier ist irgendeine kleine Kammer. Und Lava, ganz viel Lava. Hier sind wohl auch Leute. Und Lava auch, okay. Ja, hier haben wir wieder genug Gold, sollte das eigentlich sein. Und Juwelen, wunderbar. Also Geldprobleme werden wir nicht bekommen. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns mal hier oben weiter hier diese Geschichte hier aus. Oh, wir haben mal ausnahmsweise mal 6. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Ja, ja. So, was können wir denn? Das können wir eigentlich hier komplett. Wir können hier eigentlich einen großen Raum draus machen. Ich würde sagen, hier können wir vielleicht die, können wir das hier auch noch abbuddeln? Ja, nee, ich glaube, das ist doch... Nein! Ah. Nein! Ach, wie blöd. Ja, okay, komm, dann können wir das hier auch komplett... Ein Eingang wurde erbaut. Wir haben einen Tempel freigeschaufelt, den wir auch gleich erobern werden. Und wir haben eine Fliege, das ist ja wirklich toll. Die Ihr kommt müsst gleich eine Schatzkammer weg. Bauen, um Gold zu lagern. Okay, oh. Gut. Also hier können wir eigentlich weiter nichts, außer doch das hier. Hier können wir so ein bisschen erweitern. Das war's dann aber auch schon. Die Kontrolle über einen neuen Raum. Auf dieser Seite können wir leider nichts mehr bauen. Sein, wir machen Durchbruch. Ach nee, das ist doof. Weg mit der Fliege. Okay. Ja, komm. Dann schmeißen wir die gleich mal weg. So, dann bauen wir hier erstmal unsere Hühnerfarm hin, würde ich sagen. Das passt ja ganz gut hier. So groß genug sollte die sein. Eine Schatzkammer bauen. Kann die da von mir aus da die Tür einreißen? Ist mir auch wurscht. Also Angst vor Feinden habe ich jetzt so noch nicht.
Teufler. Ah, okay, hier sind also Kreaturen drin, wunderbar. So bauen wir ja auch gleich mal das Versteck ein bisschen größer. Wie gesagt, irgendwie Angst vor Geldmangel habe ich jetzt diesmal noch nicht. Oh, hier haben wir einen Troll, schön. Und eine eiserne Jungfrau, wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt auch noch neue Kreaturen dazu bekommen. Das hier können wir gleich auch noch alles irgendwie vergrößern, würde ich sagen. Außer den hier, da muss ich nochmal gleich aufpassen. Weil hier, da graben wir uns wahrscheinlich schon wieder in irgendein Gebiet rein, wo ich jetzt noch nicht hin möchte. So, dann kommt hier gleich die Hühnerfarm hin, aber ich will erstmal hier die Schatzkammer hinhaben. Oder erstmal eine kleine. Weil ich denke mal, dass wir hier dann die Hauptkammer irgendwie hinbauen, wo die Juwelen dann sind. So. Okay, dann kommt hier die Hühnerfarm hin. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Aha. Wieso? Das frage ich mich doch jetzt mal. Wieso? Wie kann das sein, dass wir so viele Fliegen haben? Das gibt's ja nicht. Alle weg. Die will ich nicht. So. Sieht schon mal wieder besser aus. Gut, dann bauen wir jetzt mal hier das Versteck schon mal fertig. So. Das können wir auch nochmal vergrößern. Auch das hier könnten wir bei Bedarf nochmal... Ach, das können wir eigentlich jetzt schon mal um eins nochmal hier größer machen. So. Ich würde sagen, wir bauen die Bibliothek. Ach, die bauen wir mal hier hin. So, aber jetzt muss ich erstmal hier ganz, ganz flott meine Imps reinsetzen. Nicht, dass der Magier jetzt gleich schon wieder auf dumme Gedanken kommt und hier gleich alle wieder abfackelt. Das wäre nicht so schön. Wir müssen die wahrscheinlich sowieso nochmal vergrößern. Wahrscheinlich irgendwie nach oben hin oder so. Aber wir haben ja Zeit, wie gesagt. Da kommt ja auch schon der Herr des Hauses hier. Der Herr des Zimmers. Ja, komm. So, das jetzt auch noch. Oh, die sind so lahmarschig, unsere kleinen Freunde hier. Komm, mach. Schneller. Gut, so. Der ist weg. Gut, dann kann der jetzt schon mal hier erforschen. Ein neuer Spruch. Ja, so schnell geht das hier. Spinne haben wir auch, wunderbar. Dann haben wir keine Fliegen, die uns nerven. Ja, hier ist es Quatsch, aber hier können wir gleich weiter ein ausbauen. Neuer Raum wurde erforscht. So. Ja, warum ist das Quatsch? Weil damit einzelne Dingen entsteht, müssen drei Felder da sein. Also eigentlich neun Stück insgesamt. Damit ein Ding in der Mitte entsteht. Und ja, das passt halt nicht, sonst müssen wir hier einen Durchbruch machen. Das ist. Ja gut, einen Durchbruch können wir sowieso nochmal machen. Aber wenn wir da komplett durchbrechen, ist das ein bisschen doof. Ich habe das Ganze ein bisschen abgeschlossen, auch die Räume. Dass wenn mal irgendwie was passiert oder so, dass wir auch mal Türen und Fallen und so dazwischen packen können. Ansonsten könnten uns die ganzen Helden hier beklauen. Oder so leicht halt einfallen bei uns. Und das will ja keiner. So, dann geht's hier weiter. Mit dem Goldabbau.
Dämonen. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ja, ja, ist ja alles gut. So, dann erschaffe ich gleich mal eine Runde Imps, würde ich mal sagen. Und prinzipiell könnte... Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ja, eigentlich könnten wir hier noch einen Raum hinsetzen. Das heißt, wir machen hier einen Durchbruch und hier. Ein neuer Raum wurde erforscht. So, dann haben wir jetzt mal 12. Das ist gut. Ich muss noch bedenken, dass hier noch mehr trainiert wird die ganze Zeit. Eigentlich ist natürlich auch blöd, den Trainingsraum unter der Nähe zu haben, aber okay. Ist jetzt nun mal so. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Das hier ist jetzt schon fast wieder überfüllt. Da können wir noch was dran setzen. Wir haben ja nicht, dass die schon wieder böse werden. Ein neuer Raum. Dann habe ich wieder ein Riesendingen hier. Anstelle von so einem kleinen Teil. Komm, dann machen wir die Hühnerfarm auch riesig. So. Wie gesagt, wir haben ja Kohle ohne Ende nachher. Oder sollten wir zumindest haben. So, und wir haben einen neuen Spruch. Audienz. Genau, der schickt alle, das hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich. Meine ich. Der schickt alle Kreaturen sofort zum Dungeon-Herz. Wenn das mal angegriffen wird, ist das sehr praktisch. Aber bisher kam es ja noch nie dazu. Bisher waren wir eigentlich immer ganz gut vorbereitet. So, ich würde sagen, hier kommt mal die Baracke. Ach, scheiße. Ein neuer Raum wurde erforscht. Die Baracke hin, nicht der Tempel. Den haben wir ja schon, erreicht mir. So. Gefängnis können wir von mir aus auch bauen. Und zwar, wohin können wir es denn mal setzen? Ja, ich würde sagen, da können wir das hier gleich noch vergrößern, den Raum hier. Ein neuer Raum wurde erforscht. So, Folterkammer haben wir auch. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Wunderbar. Die bauen wir mal bis hier hin. So, hier auch. Naja, oder andersrum, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, wir können Jungfrauen anlocken. Vielleicht können wir auch wirklich mal ein bisschen foltern. Gut, Heilung haben wir jetzt auch. Gut, gut, gut. So. Ja, wenn unsere kleinen Freunde jetzt auch mal ein bisschen schneller arbeiten, dann... Ja gut, wir haben jetzt mittlerweile schon 20. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Bibliothek ist zu klein. Oh Mann. Gut, die können wir gleich auch vergrößern. Also ihr merkt schon, wir haben hier Megalo-Potenzial diesmal. Interessanterweise machen die trotzdem weiter. So, dann bleibt nur noch der große über, genau. Dann macht ihr da mal weiter. Den Jungfrauen gefällt das, wie es ausschaut, auch. Die lachen schon so. So befriedigt. So. Ach, im Prinzip können wir das hier auch zum Trainingsraum ausbauen. Dann mache ich das jetzt einfach mal. So, bauen wir das hier einfach mal auch weg. Machen wir einfach mal unseren Trainingsraum aus. Und einen Friedhof haben wir, das ist auch ganz praktisch. So. Ach Quatsch. Den hier. Okay, gut, dann baue ich hier mal das Versteck schon mal größer. Da
Wir haben ja jetzt doch wieder eine große Anzahl an Kreaturen hier bekommen. Und ich kann mir schon fast vorstellen, dass die deswegen auch so böse waren letztes Mal. Oder in den vergangenen Missionen. Weil die einfach zu wenig Schlafplatz hatten. Ich meine, das sieht hier auch schon sehr eingefärcht aus. Und das muss ja nicht sein. So, dann bieten wir denen erstmal gar keinen Anlass, um sich hier zu beschweren. So. Guti, dann lass mich auch weg. So. Ich würde sagen, ach, wir bauen hier einfach mal eine Werkstatt hin. Das passt dann schon. So, und ich würde sagen, dann wollen wir uns auch mal hier vorarbeiten. So, dann machen wir eine große Schatzkammer draus. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Da müssen wir uns jetzt aber beeilen. Nicht, dass das Gold wieder zur Neige geht. So, die buddeln sich jetzt erstmal hier durch. Dann können wir hier schön eine Schatzkammer hinsetzen. Die können wir gleich auch nochmal ein bisschen erweitern. Gut. Hier unten können wir dann das Gefängnis hinsetzen. Mache ich gleich, wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld habe. Eine Tür wurde hergestellt. Die Schatzkammer können wir erstmal lassen für diese Geschichten hier. Die können dann da eingelagert werden und hier kommt dann unsere super fette Schatzkammer hin. So. Juti, dann kommt hier auch die Folterkammer rein. So, das sollte ausreichen. Okay, Gefängnis können wir auch mal hier hinbauen. Passt ja, Folterkammer und Gefängnis in einem Raum hier. So. Gut. Mal gucken, was wir dann hier noch machen. Hier könnte man im Prinzip auch noch einen Raum hinpacken, aber naja, man muss es ja nicht übertreiben. So. Könnt ihr das mal anbuddeln? Gut, ja, ich würde sagen, dann baue ich hier auch gleich schon diese Goldader ab. Damit wir erstmal wieder eine Falle haben. Wurde hergestellt. Weil mit einem Juwelenblock alleine können wir jetzt so auch nicht uns hier komplett finanzieren. Da bauen wir uns mal hier unten wieder einen Gang nach herab. So. Das ist ja bloß, damit wir immer so ein bisschen Kohle hier nachkriegen. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Es gibt nichts mehr zu forschen. Oh, das höre ich gerne. Okay, dann können wir die hier nämlich auch nochmal vergrößern. Falls wir noch irgendwelche extra Items finden hier. Sag mal, vielleicht können wir den hier. Okay. Eine Tür wurde hergestellt. Okay, die Teufler, die sind mir jetzt so. Zu sehr am Bauen. Die sollen lieber trainieren. Genauso wie hier der Troll, der soll auch trainieren. Nee.
Ja, ich würde sagen, das ist doch schon eine nette Geschichte hier. Alle sind am Trainieren. Sogar die Jungfrauen, die ja sonst eigentlich hier ihren Sexspielchen eigentlich lieber nachkommen, aber das scheint ja zu funktionieren. Gut, prinzipiell könnten wir uns doch schon hierhin vorgraben. Ja, genau. Wir graben uns erstmal hier vor. Beziehungsweise hier noch nicht. Da müssen wir hier noch ein bisschen aufpassen. Ich will nämlich noch nicht da hoch. Wer weiß, was uns da erwartet. Ich denke mal, sehr, sehr viele Fallen und wahrscheinlich auch Helden. Und das muss jetzt noch nicht sein. Noch wo wir hier unsere Nahkämpfer am Leveln sind. Gut. Größer. So. Oh, hier ist ja schon sehr flott. Wir können eigentlich dann auch nochmal hier einen Durchbruch machen. Dann geht das auch gleich mit dem Gold hier in die Kammer bringen schneller. Theoretisch können wir hier noch einen Raum hinsetzen. So, den Friedhof, den müssen wir auch noch irgendwo hinbauen. Ich würde sagen, der kommt einfach mal hier hin. Ja, warum nicht? Den baue ich mal hier hin. Aber ihr seht, der ist auch schon richtig teuer. Wir können uns das ja leisten. Okay, hier läuten die Glocken. Gut, hier oben wird abgebaut. Theoretisch auch noch mal ein bisschen boosten. Ein bisschen boosten können wir die. Dann wird das auch noch mal ein bisschen fluxer. Und hier können wir dann eigentlich einen großen Raum nochmal draus machen. Große Schatzkammer. Dann haben wir zwei große Dinger. Das sollte ausreichen. So. Die ist ja auch schon ganz schön gefüllt. Ja, und das hier, das wird alles noch. So, hier trainieren die noch. So, also wir haben eine verstärkte Tür und eine Holztür und eine Gasfalle, okay. Hier können wir die Gasfalle hin. Dann hier die normale Tür. Und hier bauen wir mal die Holztür, weil hier will ich mich dann durchgraben. Dann haben wir da schon mal eine kleine Sicherheit. So, dann können wir das ja eigentlich auch noch abbauen. Haben wir eigentlich keine Dämonenechsen? Doch, zwei Stück. Okay, ich dachte, wir haben gar keine. Ich habe nämlich noch gar keine gesehen. Ja, wir können uns eigentlich hier wuppidiwupp nach unten graben. So, und dann von hier aus immer an der Wand lang, wie es so schön heißt, können wir uns nämlich hier... Oh. Sagen wir mal, wir machen hier den Durchbruch, genau so. Von mir aus kann ich hier noch ein kleines Räumchen hinsetzen, so, sieht schön aus. Ja, ich würde sagen, dann haben wir hier doch schon gut was erreicht. Ich speichere nochmal kurz ab. So.
Ja doch, wir haben ja schon viel erreicht, würde ich behaupten. Schatzkammer ist auch schon gut gefüllt hier. Trainiert wird auch. Ununterbrochen. Das scheint auch sehr viel Spaß zu machen, wenn man das so hört. Gut. Ja, die Friedhofsfunktion, die zeige ich dann nachher mal. Hier, da könnten wir auch fangen. Also unsere K.O. geschlagenen Gegner fangen. Wo steht das denn? Ach so. Genau, Flucht. Ja. Gut. Zahltag. Oh, jetzt kommt wieder der große Zahltag. Boah, 4160 jetzt schon. Und die sind ja noch nicht mal auf Level 5, glaube ich, ne? Doch, ein paar sind auf Level 5 und die Exit schon auf Level 6. Ja, das ist ganz schön teuer hier, der Unterhalt der Viecher. Wir können hier noch mal ein paar mehr Imps holen. So, Nummer 5. Dann klappt das auch noch mal ein bisschen schneller. Ich glaube, hier oben gehe ich zum Schluss hin, wenn wir hier alles bereinigt haben. Ja, ich glaube, so mache ich das. Gut. Ja, komm, ich kann hier eigentlich auch nochmal eine Schatzkammer hinpflanzen. Ich sag mal, hier baue ich noch eine hin. Diesen halb fertiggestellten Baum. Hier ist nichts erobert und verstärkt ist er auch noch nicht. Aber dann geht das ein bisschen schneller hier mit dem Abbau. Und was man hat, das hat man, ne? Gut. Oh, jetzt ist die aber echt zum Bersten gefüllt. Naja, fast. Aber die ist schon gut. Gut dabei. Gut, danke, kleiner Imp. Dann haben wir die hier auch schon mal fertig gebaut. Ja, ich würde sagen, wie viele Kreaturen haben wir? 20 Stück. Ja, ich würde sagen, wir können hier schon mal den Durchbruch auch machen. Die Imps sind jetzt hier fertig. Ja, ich würde sagen, wir können mal den Durchbruch jetzt wagen und mal gucken, was uns hier erwartet. Ah, Virus haben wir. Ja, damit verpesten wir die Gegner. Das heißt, die werden halt krank. Ein neues Gebiet vorgegraben. Okay. Das heißt, die werden krank, wie der Name schon sagt, und eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Oh oh. So. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Gut, Hauptsache, wir haben erstmal hier, dass wir einen Brückenkopf schlagen können. Oh, die sind doch ein bisschen stark schon. Ne, ich glaube, dann warte ich doch noch ein bisschen. So, dann baue ich mir erstmal nochmal zwei Imps. Obwohl, ne, brauche ich jetzt erstmal noch gar nicht. Gut, dass wir hier diese Tür haben. Also, ihr seht schon, die können auch sehr praktisch sein, um unsere, nicht nur die Feinde irgendwo rauszuhalten, sondern auch unsere Kreaturen davon abzuhalten, irgendwo reinzurennen. Gerade hier bei solchen Gangsystemen, wo irgendwelche Fallen sind, ist das sehr vernünftig. Oder wie letztes Mal diese ganzen Gasfallen und hast du nicht gesehen. Ich glaube, wir kommen auch erstmal mit dem Geld hier aus. Naja, aber
ich glaube, so langsam können wir echt. Die sind ja doch jetzt schon wieder ein, zwei Level aufgestiegen, unsere Kreaturen. Wir können einfach mal den Brückenkopf hier draufschlagen. Vielleicht kommen ja ein, zwei schon mal hier hin. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie viele hier rumrennen. Das könnte doch ein bisschen was sein. Da kommen schon die ersten. Tragen den Sieg davon. So, dann machen wir das hier wieder auf, damit die Kollegen auch wieder da rauskommen. Ja, ich würde sagen, das war doch eine gute Sache. Jetzt können wir nämlich auch das Gold hier abbauen. So, kriegen wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Gut, und hier gibt es eine Tür. Eine Eisentür, okay. Müssen wir gucken, dass die Imps nicht wieder... Ah, und ihr seht, die toten Gegner werden auf den Friedhof verfrachtet. Eine Falle wurde hergestellt. Das macht der eine hier wahrscheinlich gleich. Ja, genau. Ja, und dann irgendwann stehen die als Geist wieder auf oder als Vampir. Und das ist schon... Also Vampire sind, glaube ich, die stärksten. Oder mit die stärksten Kreaturen hier. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir so jemanden auf unserer Seite haben. Eine Tür wurde hergestellt. So, das können wir auch erstmal abbauen hier. Und das eigentlich auch. Gut. Eine Falle wurde hergestellt. Ach, jetzt sind die schon wieder am Fallen herstellen. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Na. Obwohl ich trotzdem mal eine hier. Die Blitzfalle können wir nochmal hier hinsetzen. Eine Tür wurde hergestellt. Und vielleicht hier auch nochmal. So eine Gasgeschichte. Gut, eine verstärkte Tür können wir hinpacken und eine Holztür. Ja, ich glaube, ich lasse die doch erstmal so, genau, so ein paar Türen fertig bauen. Oh, und wir haben hier die erste Eisentür. Das ist richtig gut. Ja, die halten ziemlich viel aus. Das ist supi. Die bauen wir einfach mal hier hin, um unser Dungeon-Herz etwas abzusichern. Eine Tür wurde hergestellt. So, und dann wieder so eine. Die bauen wir uns mal hier hin. Man weiß ja nie, was hier noch irgendwie rauskommen kann. Dann haben wir uns nämlich hier etwas abgesichert. Beziehungsweise können die Dinge abschließen, damit unsere Viecher da nicht hinrennen. Eigentlich bauen wir hier auch nochmal eine Tür hin. Gut. Goldvorrat. Eine Falle wurde hergestellt. Ist auch gesichert. Bauen wir hier. Oder wir können... hier nochmal eine Gasfalle hinbauen. Haben wir noch eine? Achso, das ist die, weil die nämlich verbaut wurde. Okay, gut. Können wir hier auch nochmal eine Tür hinplatzieren. Oh, die beiden, die sind aber ganz schön gut hier. Oder die drei. Zack, zack. So, wie viel müssen wir jetzt zahlen? Ja, ist schon ein bisschen was mehr. Aber auch das können wir ja stemmen. Wir sind ja finanziell hier sehr gut aufgestellt. Hm, vielleicht können wir hier gleich schon rein. Mal gucken. Wir können ja einfach mal Mäuschen spielen und schauen. Oh, irgendjemand Level 7 rennt da rum. Eine Tür wurde hier. Eine Magierin oder Zauberin oder so. Oh, noch. Okay, eine Bibliothek, die wahrscheinlich... Genau. Ein Zauberer, die von Magierinnen und Zauberern kontrolliert wird, wie das ausschaut.
Eine Tür wurde hergestellt. So, hier kommt Paulien. Die Jungfrau ist auch gut dabei. Wunderbar. Wir haben nur eine. Das ist echt schade. Eine Falle wurde hergestellt. Voll auf, alle rein. So, ich will hier keinen mehr da drin sehen hier. Gut. Ne, also die Jungfrauen, die mag ich eigentlich recht gerne, weil die sind schnell und die können auch diese super starken Blitz-Dingsbums-Ferngeschichten machen, Angriffe. Also die sind auch echt, die können schon richtig draufhauen. Die gefallen mir echt super gut. So, und hier noch eine kleine. Gut. Dann haben wir unser Dungeon jetzt auch abgesichert. Naja, wir werden so oder so nicht angegriffen. Davon gehe ich mal jedenfalls aus. Ja, aber wir sind hier soweit schon ganz gut. So, dann wollen wir doch mal mehr Feinde auch produzieren, damit wir hier, also feindliche Leichen produzieren, so, damit wir hier auch welche ablegen können. Dann gibt es noch die Geschichte, dass Vampire, wenn wir welche haben, sich überhaupt gar nicht mit Zauberern verstehen. Also die sind echt Katz und Maus. Deshalb kriegen die hier auch ihren eigenen abgeschlossenen Raum. Ich würde sagen so. Dann hier irgendwie die Hühnerfarm. Also die kriegen jetzt wirklich hier alles nur für sich. Ja, ich baue es jetzt einfach mal ganz groß. Ich meine, wie gesagt, wir haben das Geld, die Kohle. So. Na, ups. So, gut. Ups. Bauen wir es mal hier. Die Eingänge. Das sieht ja ganz nett aus. Voll der Komplex. Und dann bauen wir uns mal den Eingang, den bauen wir mal von hier aus. Und dann hier hin. So. Können wir nämlich den auch verschließen mit einer Tür. So, und dann passt das auch. So, die sind auch mittlerweile recht stark. Ich hoffe ja, dass ich hier wieder einen Kreaturentransfer finde. Vielleicht hat mir diese Bibliothek hier, vielleicht hat die ja auch noch was. Einen speziellen auf Lager, wer weiß. Gut. Das ist dann hier so das Vampirreich, das kleine, das ist. Sollte ausreichen. Achso, und eine Schatzkammer. Stimmt, die müssen ja noch zur Schatzkammer kommen. Ja gut, dann bauen wir hier noch irgendwie. Ja, bauen wir hier noch eine Schatzkammer hin. Dann passt das schon. So. Das sollte dann ausreichen. Dann haben wir ja wirklich hier alles, was das Herz begehrt. Gut. Dann mach das mal fertig. Dann können wir nämlich hier gleich schon mal eindringen. Oh, und da sehen wir Level 9. Wow. Also die sind schon richtig tough hier, die Jungs. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir die nicht unterschätzen. Gut, ich meine, wir sind so oder so in der Überzahl. Und auch relativ gut trainiert, würde ich meinen. Galgenfrist, auch nicht schlecht.
Naja, gut, das haben wir auch schon mal fertig. Was machen die denn hier? Wieso haben die das denn hier noch nicht? Diese bescheuerten Imps, ey. Die rennen ja alle rum wie blöd. Und keiner tut was. So. Mistviecher. Gut, hier können wir dann eine Tür vorhauen und das Teil verschließen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal den Durchbruch. Eure Kreaturen werden angegriffen. Liegen im Kampf. Die Untergebenen tragen den Sieg davon. Achso, das war's schon. Ja gut. Dann ist ja alles okay. Gut. Das erste Mal, glaube ich, dass ich den Zauber hier mal gesprochen habe. Und wir haben einen Ork. Schön. Orks sind immer gut. So, die Imps will ich jetzt ja auch mal alle raus haben. Okay, die bewegen sich auch schon mal gen Ausgang, das ist gut. Eine Falle wurde hergestellt. Gut, ist hier eigentlich irgendwas? Nein, ist ja toll. Das hat ja richtig was gebracht. Eine Tür wurde hergestellt. Wir haben doch Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ist das Kreatur wieder? Ja, gut. Okay. Wir können mal gucken, was hier für ein Raum ist. Auch eine Bibliothek. Eine Falle wurde hergestellt. Was erwartet uns denn hier für Gegner? Zartak. Wo sind die denn hier? Ah, okay. Dieselben. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Ja. Das ist jetzt natürlich wirklich gut. So. Ich muss den jetzt erstmal ein bisschen behalten hier. Weil wir gerade leider keine Tür haben. Dummerweise. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen hier. Dass der sich mit den Zauberern nicht ins Gehege kommt. Eine Tür wurde hergestellt. Oh, der schläft gleich. Das ist gut. Trainingsraum. Wenn er eben auffällt, geht mal hier rein. Setzen, dann weiß er gleich, oh, hier muss ich jetzt immer trainieren. Dann sollte der eigentlich auch nicht so schnell da rauskommen. Hoffe ich zumindest. Oh, der ist jetzt schon Level 2. Also die sind super stark. So, und hier kommt ein Tempel hin. Da kann er dann von hier aus hinterher. Wenn er Level 10 ist, irgendwann mal. Kann er da von mir aus hier sich austoben? Eine Tür wurde hergestellt. Ah, wunderbar. Wie von mir bestellt. Du darfst da auf gar keinen Fall rein, Freunde. Also, wenn die schon versuchen, da reinzurennen, das auf gar keinen Fall. Und wir haben ja hier auch genug Huhn für alle. Ich mach hier eine Tür wurde hergestellt. Gut. Hier brauche ich auch nochmal eine. Eine Tür wurde hergestellt. Boah, wir haben jetzt schon die richtig dicken Türen hier.
Nicht übel. Eine Tür wurde hergestellt. Ja, weil die jetzt alle wieder hier beschäftigt sind, das ist echt total nervig. Ja, wir müssen aber aufpassen. Wir könnten ja hier nämlich hier direkt zu denen und die sind ja super stark, wie es aussieht. Eine Tür wurde hergestellt. Das muss ich nachher erstmal abchecken, wo wir denn hier als erstes, welche Seite wir als nächstes anhauen. Eine Falle wurde hergestellt. Ich würde fast sagen, wir lassen das hier sowieso erstmal zu. Eine Falle wurde hergestellt. Gut, oh, der tobt sich hier erstmal aus. Wunderbar. So, da kann ich auch nochmal Geld hinschmeißen. Eine Tür wurde hergestellt. Dass der sich auch bedienen kann, wenn der Zahltag kommt. Das sollte eigentlich ausreichen. Ich packe hier noch ein bisschen was hin. Eine Tür wurde hergestellt. Dann muss ich mich darum erstmal nicht sorgen. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Sollte ausreichen. Ja, hier die. Eine Falle wurde hergestellt. Alle trainieren, alle trainieren, alle trainieren. So, die eiserne Jungfrau ist doch, glaube ich, auch am Trainieren, ne? Und die Orks sind auch schon, oder der Ork ist auch schon dabei. Wo ist denn meine Jungfrau hier? Wo ist sie denn abgeblieben? Jungfrau, wo bist du? Frei mit dir. Okay, gut. Sieht wieder sehr gut aus. Ich speichere nochmal ab. Bin gespeichert. Oh, der ist schon Level 9 hier. Jut, jut. Ja, ich scoute jetzt mal ein bisschen hier aus. Was jetzt hier abgeht. Mönch Level 4, okay. Na, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Jo, der ist ja erst Level 3, wunderbar. Dann scheinen hier schwache Gegner zu sein. Ich würde sagen, dass wir uns dann... Ja, die sind Level 7. Ja, das Problem ist, wenn wir uns jetzt hier reingraben, dann kommen wir hier auch automatisch hin. Und wir können das... Ach nee, ist ja Lava. Okay, dann hat sich das ja eh erledigt. Das heißt, dass wir, wenn wir das hier aufschlagen, kommen wir nur hier hin. Genau, und hier ist dann wieder Lava. Hier wahrscheinlich dann auch. Okay. Dann habe ich falsch gedacht. Dann habe ich falsch gedacht. Gut, dann können wir im Prinzip ja... Ach, wir lassen die hier trotzdem noch stehen. Oder wir machen uns hier Brücken. Ja, ich mache mir einfach eine Brücke dahin. Dann passt das schon. Die haben gerade eh nichts zu tun, meine Kurzen hier. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ja, im Prinzip herkommen, können wir alles abbauen. Oh, und da ist noch ein Vampir. Level 7, ach du Scheiße. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Also besser geht's ja gar nicht. So, alle drauf, hier kommt. Wahrscheinlich werden wir gleich schon attackiert. Müssen wir aufpassen. Komm. Oh, Mistviecher. Komm hier, ich brauche den Vampir. Also damit wird es dann wirklich nicht schwer. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vor. Wo ist der? Eure Kreaturen werden angegriffen. So.
Die setzen wir erstmal hier ab. Gut. Und du kannst auch trainieren. So, dann brauche ich aber, glaube ich, gleich auch ein bisschen mehr Kohle. So, baut ab hier. Alles abbauen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgeladen. Sollte wirklich hier relativ schnell gehen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, gegen so eine 9er Echse hat er eigentlich keine Chance. Tag. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Weg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Das ist doch gut gelaufen. So, dann können wir das hier nämlich auch erstmal weiter abbauen. Okay. Was war denn ja jetzt schon hier? Untergebenen tragen den Sieg davon. Boah, nicht schlecht. Also da. Das war jetzt wirklich cool. Ich glaube, meine Echsen kann ich jetzt generell mal hinsetzen. Es ist echt praktisch, dass sie hier drüber kommen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, geht mal schön brav nach Hause. So. Das Gold lasse ich erstmal noch ein bisschen als Barriere stehen. Oh, weil die kommen noch hier früh genug dran. Gut, hier sind auch nicht so starke, wie es aussieht. So, wo bist du hin? Oh, das ist ein Samurai. Oh. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Okay. Eure Kreaturen werden angegriffen. Dann ist hier wahrscheinlich so ein Mischmasch. Hier sind die ganz starken. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Ja gut, hier ist eine Level 3. Also hier ist echt so ein Mischmasch. Sollen die sich das hier erstmal vornehmen, meine Imps? Dann wird hier wahrscheinlich irgendwo schon die nächste Bibliothek sein. Genau. Ja, da haben wir schon den guten Typen. Eine Tür wurde hergestellt. So. Wir können das hier jetzt eigentlich auch mal anbuddeln. Wo sind denn hier meine Dingens? Eine Falle wurde hergestellt. Oh, wo sind die denn? Sind die ausgebüxt? Eigentlich sollen die das ja nicht. Aber es gibt wohl auch gar keinen Ärger momentan, also ist das wohl wirklich in Ordnung. Euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Na gut, wenn die sich eine Tür wurde hergestellt. Ins Gehege kommen, ist alles in Ordnung. Also, dann machen wir das mal wieder weg. Damit die auch wieder hier reinkommen. Obwohl die sich ja eigentlich teleportieren können. Das ist ja gerade das Krasse bei denen. Also die sind schon richtig stark. Die nehmen wir eine jetzt Tür mal wurde hier hergestellt. Auf. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Untergebenen tragen den Sieg davon. Gut. Ah ja, gut, dann haben wir jetzt die Magierin gefangen. Das ist ja schon mal was. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon.
Okay, die waren gerade hier irgendwo, das war nicht so gut. Ha! Die sollen sich erstmal wieder hier heilen. Oh, die haben aber gar nichts abbekommen. Gut, oder kaum was. So, Level steigern, das ist supi. Das ist echt gut. Eine Falle wurde errichtet. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Wunderbar. Ihr könnt immer hier weiter trainieren. Gut. Oh, hier ist schon... Achso, die wird gerade verschleppt. Die Jungfrau hier wird verschleppt. Vom Imp. Oder so ähnlich. Ja, das Level steigern, das hebe ich mir, glaube ich, schon auf. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Hier ist wohl bisher kein... keine Falle aufgetaucht. Ich mache hier trotzdem mal noch mal eine Tür hin hier oben. Hier ist ein Level steigern. Oh. Eine können wir Falle das eigentlich wurde schon hergestellt. Benutzen? Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Na, oh, nicht schlecht. Was macht der denn jetzt? Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Meine Imps werden hier abgeschlachtet. Was gehen hier denn überhaupt Kreaturen immer dahin? Eure Kreaturen werden angegriffen. Komm, eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Das ist ja nervig. Echt nervig. Ja, Dungeon-Spezial. Dungeon-Spezial. Ja, super. Das hört sich an wie in einer Imbissbude. Ich hätte gern mal ein Dungeon-Spezial, ne? Richtig schönes Dungeon-Spezial. Rot-Weiß. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Oh oh. Wie kann das sein, dass die nicht groß genug ist? Aber ich bin jetzt ganz böse. Und setze hier erstmal alles Mögliche an Fallen hin. Ich hoffe, meine Imps schaffen das auch. Die da zu platzieren. Weil wenn dann hier der Ritter kommt zum Schluss, dann kriegt er ein bisschen Ärger. Eine kriegt Tür er richtig wurde schön drauf. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Oh, oh. Das gefällt. So, wo ich hier einfach... Einfachheit halber nochmal eine Schatzgeschichte hin. Bietet sich ja an, wenn die nämlich hier... wunderbar. Transfer haben wir auch. Dann würde ich sagen, können wir nämlich hier... Ist natürlich schlau, dass sie dann hierher rennen, aber okay. Gut, die trainieren alle fleißig, wunderbar. Und wir haben hier... Wieso sind die Spinnen hier? Die sollen trainieren, was machen die da im... Na gut, vielleicht halten die sich ja gerne im Verlies hier auf, kann natürlich sein. Weil die da alle so eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. So, ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir heilen die Alte. So, und dann können wir die nämlich erstmal hier foltern. Und die ist sofort eingesprungen hier und lässt sich gleich vermöbeln. So, also die wird jetzt verhört, lautstark. Die kann jetzt auch durch das Verhör sterben. Zack. Wenn die lange genug da drin ist. Gucken wir mal. Heilen. Ja, also ein wir können Vampir die halt... ist auf eurem Friedhof auferstanden. Ja, er macht es richtig sofort. Der weiß, was gut ist. Ja, er kehrt zu seinen Brüdern. Eine Falle wurde hergestellt. Er geht sofort zu seinen Brüdern. Wunderbar, dann können wir das hier gleich mit zu den Vampiren stecken.
So, dann ist das ja auch eine schon mal Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Gut, die haben dann auch genug da. Wunderbar. Die du einmal trainieren. Guti. Gut, hier haben die irgendwie noch nicht eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Okay, hier ist irgendwo noch was. Eine magische Tür. Schauen wir uns das mal an. Wo hier ist. Das sehe ich so gar nicht. Schade. Eine Falle wurde hergestellt. Und hier eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Oh. Okay, habt ihr gesehen, das war wieder auf Englisch, aber ihr seht, wenn man die Dämonenechse richtig overpowert quasi, richtig aufpowert, dann kann die sich zum Drachen weiterentwickeln. Das ist wie bei Pokémon hier. Das ist natürlich ziemlich cool. Eine Falle wurde hier. Das ist sogar richtig cool. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Ah, okay. Ja, also die ist jetzt gestorben. Bei der Folterung, aber manchmal, ja, ich habe jetzt nicht geguckt. Eigentlich hätte ich die auch wieder heilen können und so. Weil wenn die lange genug gefoltert wird, dann schließt sie sich uns irgendwann an. Dann haben wir die irgendwann überzeugt. Und dann sagt die, boah, ist ja voll krass cool bei euch, ey, Alter. Und ja, dann macht die halt bei uns hier mit in unserem Club der bösen Geschöpfe. Also wenn hier die Helden kommen, ey, die kriegen ja richtig einen auf die Fresse. Theoretisch können wir die auch für die Kollegen hier aufbewahren. Das ist gar nicht so doof. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, ja. Gehen wir nicht auf den Zwirn. Also die Drachen sind auch ziemlich gut. Also diese können dann natürlich nochmal mehr... die können auch nochmal mehr erforschen als... die Zauberer, also die erforschen auch, die können das auch richtig gut. Und ich glaube, die können sogar auch zaubern und so weiter. Also das sind eigentlich bessere Zauberer im Prinzip. So, macht ihr mal hier weiter. Die ist schon wieder leer, das ist irgendwie blöd. Ja, die sind richtig stark hier mittlerweile. Ich würde sagen, wir haben doch hier noch diesen Kreaturen-Auflevel-Dings. Ah ne, das ist der Transfer. Hier unten haben wir den... Ach ne, wiederbeleben. Da. Ne, ich glaube, ich heb mir den doch noch auf. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Die Tür hinsetzen. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich das hier jetzt auch schon anhacken. Eine Falle wurde hergestellt. Dann können wir gleich unsere Viecher da schon mal reinschmeißen. Die sind ja jetzt relativ stark schon hier. Dann machen wir erstmal die hier kaputt. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Das können wir mal wieder entfernen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Oh, wir haben jetzt schon zwei Drachen. Schön. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, kannst du mal sehen, wie schnell das hier geht. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ja, die Vampire, die sind einfach super, mega stark. Eure Kreaturen werden angegriffen. Richtig heftig. Wie ihr hier schon seht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Der macht eigentlich gar nichts, also der ist schon ziemlich eure hart. Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, es klappt ja alles super. Werden angegriffen.
Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, ich würde sagen, das ging jetzt schon sehr flott hier. Das hier können wir auch abbauen und das hier. Das hier auch. Alles einfach abbauen. Ja, das ist wirklich sehr flott hier. Flotti Lotti. Gut. Ach, da sind sie schon wieder, unsere Freunde. Und einen Samurai haben wir auch hier uns an Land gezogen. Eigentlich können wir das ja auch wieder sein lassen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Vampir. Okay, also die Spinne macht irgendwelche komischen Sachen mit denen. Sehr interessant. Ich weiß nicht, was die Spinnen da jetzt irgendwie machen, aber die scheinen das Verlies ja hier richtig toll zu finden, wenn da welche drin sind. Keine Ahnung, ich lasse sie erstmal da drin. Ja. Obwohl der Level 9er ist schon recht cool. Naja, aber gut. Wir lassen sie jetzt erstmal da drin. Die werden irgendwie regelmäßig von den Spinnen eingefroren, wie es aussieht. Oder mit dem Spinnennetz, genau. Festgedingst. Die scheinen die wohl auch irgendwie so ein bisschen zu foltern. Ich lasse die jetzt erstmal da drin. Die können jetzt sterben. Also wir hatten jetzt diesen Geist irgendwie bekommen. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Oh, der ist ja schon Level 7. Ach ja, weil die alte war ja auch der Level 7. Die alte Hexenfrau da. Die Magierin Dingenskirchen gewöhnt. So, komm. Und dass hier mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Ist ja nervig. So, dann sind die auch gleich platt. Ich würde sagen, hier können wir auch noch mal ein bisschen was hinpacken. Hat ja gerade vorzüglich funktioniert. So. Ja, also wenn die Helden das überleben, dann weiß ich auch nicht weiter. Keine Ahnung, dann weiß ich echt nicht. Gut. Die Kollegen sind hier, die sollten weiter trainieren. Tag. Oh. Naja, gut, dann geht ihr mal. Der Level 10er teleportiert sich erstmal. Ja, krass. Also die Level 10, sag ich schon, Level 9er. Ja, die sind echt krass, die Typen. Die können sich teleportieren und was weiß ich nicht alles. Das ist richtig geil, was die drauf haben, die Jungs. Gut. Okay. Achso, hier die haben wir auch noch. Dieses Türchen. Hier unsere... Den Geist können wir auch noch mitnehmen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. So, dann macht ihr das mal hier fertig. Toll. Mal richtig blöd. Eine Falle wurde gefunden. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, also wenn die hier sterben, dann können die halt als Geist wiederkommen oder auch als Skelette und die sind auch ziemlich cool. Also das sind auch starke Kämpfer. Ich glaube, die können nur in Verbindung mit dem Friedhof. Also die müssen, glaube ich, erst am Friedhof gelegen haben. Untergebenen tragen den Sieg davon. So, eine Falle die, wurde hergestellt. Auch als Skelett wieder kehren können. So, dann macht das jetzt mal hier. Kreatur wiederbeleben, ja, das ist ja irgendwie unnütz. Wie komme ich denn jetzt hier ran? Ha! Naja gut, eigentlich ist es ja wirklich Quatsch. Ich brauche ja keine Kreatur wiederzubeleben.
So, hier können wir von mir aus noch das hinsetzen und hier noch das hier. Eine Falle wurde hergestellt. Oh, eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Juhu. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Und hier können wir das hier trotzdem mal abschließen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Was? Eine Falle wurde hergestellt. Oh, Skelette können wohl keine Teufler ab. Das ist ja schon mal auch interessant zu wissen. Mal gucken, ich schick den einfach mal dahin vielleicht. Ich hoffe, dass die sich jetzt nicht gegenseitig bekämpfen. Ich meine, sind ja beide untot, das ist doch schon sympathisch. Da muss man noch Freundschaft schließen können. Eine Falle wurde hergestellt. Was macht ihr denn da, ihr Penner? Blöde Viecher, ey. Soll ich den Scheiß hier abbauen? So, kommt hier auch noch eine Falle hin? Also das ist jetzt ziemlich krass, wenn der Ritter hier kommt. Eine Falle wurde hergestellt. Also wenn eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Okay, dann können wir das hier nämlich auch noch abbauen. Und theoretisch machen wir den auch so kaputt. So, dann haben wir hier noch den, auch den... so kaputt, wunderbar. Eine Falle wurde hergestellt. Ja, dann passt das doch. So. Gut. Eine Falle wurde hier hergestellt. Ach so, eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ach, nehmen wir einfach mal den. So Leben. Soll es sein. Wir brauchen ja Ims. Ims sind gut. Wir brauchen immer Ims. Können wir immer gut gebrauchen. So, wir können hier eigentlich mal die Brücke hinbauen. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eine Falle wurde gut, hergestellt. Dann nehmen wir uns den eure Handwerkskammer mal, ist nicht groß genug. Weil die scheint sich mit den Vampiren ja jetzt wirklich nichts zu tun. So, gehen auch sofort trainieren, wunderbar. Eine Falle wurde hergestellt. Die scheinen sich zu verstehen, gut. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Mal wieder weg, weil die Skelette können sich ja nicht teleportieren. Den Geist können wir auch noch trainieren. Das ist auch geil, der Geist, aber gut. Dann möchte ich gerne mal das Versteck von dem Geist sehen. Wie das wohl aussieht. Okay, das wird wahrscheinlich dieses... Genau, eine Falle wurde hergestellt. Dieses eure Grabkreuz, Handwerkskammer ist nicht groß genug. Dieses Grabkreuz sein. Ja. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Oh. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. So, dann muss ich auch mal trainieren. Also das ist jetzt schon richtig voll hier mit unseren untoten Leuten. Aber ist ja in Ordnung. So, wir haben ja auch noch dieses Level-Up-Dingen. Irgendwo hier. Da. Das ist auch gut. Dann können wir uns natürlich ein Vampir-Level 10 erschaffen quasi. Also den 9er noch ein Level hoch pushen. Das ist auch ganz nett. Gut, dann haben wir hier jetzt noch die letzte Bibliothek über. Und dann gucken wir uns mal an, was hier hinterliegt. Ich glaube, dafür warte ich aber, bis der Ritter kommt. Weil das ist ziemlich heftig, wie es ausschaut. Okay, ich speichere nochmal eben ab. Viel gespeichert. Gut, und dann würde ich sagen, packen wir schon mal alles hin. Die können wir hier alles mal abschmeißen. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug.
Waffen vorab sichern. Meine Untergebenen tragen den Sieg davon. Achtung! Der Ritter kommt. Wir sollten eure bösartige Gegenwart. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen dem Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Ja, ich würde sagen, das hat hier die meisten Helden mit einem Schlag erwischt. Das ist ziemlich cool gewesen, muss ich mich doch selber mal loben. Also das war eine ziemlich geile Aktion. Und wir haben mal wieder gewonnen. Tag. Ich trainiere schon mal weiter. Oh, wir haben ein Skelett Level 10. Das ist schon ziemlich geil. Das ist echt schon ziemlich cool. So, dann speichern wir nochmal ab. Viel gespeichert. Und dann wird es jetzt ein bisschen heftig, weil wir hier diese Fallen auslösen müssen, wie mein kleiner Imp das schon vorgemacht hat. Okay, hier das gleiche Spiel nochmal. Gut, dann haben wir hier eine magische Barriere. Oder? Doch, das sieht magisch aus, genau. Scheiße. Ja, das ist die berüchtigte Indie-Falle. An Indiana Jones angelehnt. Dann wir... Na, alle Imps hier rein, los. Erobern. Oh, verborgene Welt. Ja. Okay, immerhin haben ihr wir habt ein verborgenes Königreich gefunden. Die jetzt auch hier begebt wieder euch entdeckt. Dahin, ja, wenn ja. Ihr dieses Land erobert habt. Okay. Gut. Ich würde sagen, das hier sperren wir mal ab, damit hier keiner auf dumme Gedanken kommt, weil wir haben jetzt doch ganz schön viel Imps verloren. Ja, wen nehme ich denn jetzt? Wen nehme ich denn jetzt mal mit? Wir steigen jetzt eben mal das Level. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Gut, also ich habe diesen Level 10er hier, genau. Wie ist das denn mit meinen Drachen? Weil die sind eigentlich auch recht stark. Tja. Ach, ich nehme den Vampir mit. Fertig, aus. Ende, Schluss. Gut, dann würde ich eure sagen... Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Wo ist er? Hier. So soll es sein. Gut. Dann speichere ich nochmal eben ab. Viel gespeichert. Ja, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten, in der nächsten Mission wieder, wenn es wieder heißt Dungeon Keeper. Bis dann.